Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Come on, Unite! Heute ist der 7. Tag, wo man sich einloggen konnte. Und ich habe mir Cinderwaves geholt, beziehungsweise ich habe ihn bekommen. Ich habe auch diese Items hier für ihn ausgewählt. Ich bin jetzt neu dabei mit dieser Scope Lens, weil die macht, dass Critical Hits höher gehen und der Critical Schaden auch höher geht. Ist ganz cool, weil, vielleicht weiß es nicht jeder, Cinderwaves, wir gehen nochmal top mit diesem neuen Charakter, seht ihr den auch mal, ganz cool. Cinderwaves ist, obwohl er natürlich Feuerattacken und so einen Scheiß hat, macht er Physical Damage. Wenn ihr mein altes Video gesehen habt, dann wisst ihr das vielleicht auch. Und deswegen ist dieses Scope Lens, glaube ich, ganz cool. Und ihr seht jetzt mal diesen neuen Charakter, der ist auch heute rausgekommen, dieser Gardevoir. Ist ein Psycho-Pokémon, soweit ich das weiß. Ich weiß leider überhaupt gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Ich kenne den. Der ist aus einer der ersten Generationen, wenn dich nicht alles irrt. Aber wie der jetzt genau im Deutschen heißt, weiß ich wirklich gar nicht. Cinderace weiß ich aber, der heißt im Deutschen Libalo. Ja, ja. Und ich hoffe, ihr freut euch mal, dass ich was anderes außer Pikachu spiele. Pikachu ist immer noch mein Liebling. Ich werde Pikachu auch weiterhin spielen. Aber Cinderace oder Libalo hatte ich auch die ganze Zeit schon im Blick. Und Hoplo, also die erste Entwicklung, die ist so super süß im Spiel. Ich finde das wirklich, der ist so unfassbar süß. Das ist das süßeste Pokémon, das dieses Spiel bisher zu bieten hat. Da kommt wirklich gar nichts gegen an. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was dieses neue Psycho-Pokémon so kann. Wir können ja mal gucken, ob The Kid irgendwas Tolles drauf hat. Ist auf jeden Fall auch Range, so wie es aussieht. Und unsere Gegner werden sein. Ich hoffe, wir kriegen die Krabbe hier. Das wäre ganz... Ja, okay, die Gegner kommen nicht mal an. Alles klar. Aber man sieht ja rechts sogar, welche Pokémon wir als Gegner haben. Absol war hier eben gerade schon. Das müsste aber doch eigentlich deren... Nee, ah, okay, wir haben Absol und entweder... Okay, wir haben Relaxo. Relaxo und Absol sind oben. Deren Nebulak wird im Jungle sein. Okay, was macht der? Warum greift er vor allem alleine an? Ist er dumm? Unser Nebulak ist auch einfach gekommen. What the fuck? Okay, der hat einfach mega reingefeedet. Da oben ist das absolut. Oh nein. Oh, die feeden voll. Leute. Nein, das sind Bots, oder? So wie der gerade weggelaufen ist. Ich glaube, das sind Bots. Ich meine, es ist ein Wankit, was ich hier gerade spiele. Aber ich habe rausbekommen, es gibt tatsächlich Bots in diesem Spiel. Müssen wir gleich mal drauf achten. Mal gucken, was das Relaxe macht. Wenn ich ihn jetzt die ganze Zeit angreife, dann müsste er, sobald er wenig Leben hat, einfach ganz normal weglaufen. Also dann müsste er zu seiner Basis hinlaufen und so agieren wirklich nur Bots. Ja, er läuft einfach weg. Das ist doch scheiße. Wenn das wirklich Bots sind, dann können wir mal am Ende des Spiels nachgucken. Es gibt nämlich so einige Tricks, wie man das sehen kann, dass das Bots sind. Zeige ich euch dann aber am Ende. Ja, das ist jetzt blöd, das ist natürlich langweilig. Ich meine, ich bin kurz vor Veteran in Wankit und es kann einfach sein, dass man gegen Bots spielt. Angeblich soll das so sein, wenn du ein Spiel davor verloren hast, dann ist die Chance, dass du danach gegen Bots spielst, höher. Aber, ja, dass das überhaupt in Wankit mit Bots ist, finde ich echt scheiße. Das Blöde ist ja, man erkennt das nicht mal. Die haben ganz normale Namen, die Bots. Und man könnte meinen, dass das echte Spieler sind, aber sind es halt nicht. Und so wie diese Leute hier agieren... Guck mal, der läuft auch einfach wieder sofort rein. Ist einfach klassisch Bots. Ja, aber solche Spiele hattet ihr bestimmt auch, wo ihr die Gegner total rasiert habt. Ihr habt euch voll gefreut, dass ihr so gut seid und die Gegner das Spiel gar nicht gerafft haben und die dann auch noch schnell aufgegeben haben. Dann habt ihr garantiert gegen Bots gespielt. Sollte gleich soweit sein, dass sie eventuell aufgeben, wenn wir schon zu viele Punkte haben. Mann, aber das ist richtig sad. Ich wollte euch eigentlich mal Libalo zeigen, was der cooles kann und so. Weil das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ist das der beste Attacker im ganzen Spiel. Ich weiß, Pikachu ist auch ein Attacker. Aber von den reinen Auto-Attacks ist Libalo wirklich mega, mega gut. Dafür kann er halt nicht stunnen, so wie Pikachu. Und auch sonst nicht viel. Er macht halt, eigentlich kämpft er die ganze Zeit nur mit seinen Auto-Attacks. Und viel mehr kann er nicht. Jetzt müssen die aber gleich mal aufgeben, jetzt ohne Witz. Ja, da ist die Aufgabe. Ah, ja klar. Okay, also noch 5 Minuten, wenn man zu viele Punkte hat, dann geben die auf. Das ist so scheiße von Tencent. Ich habe letztes Mal übrigens falsch gesagt, da habe ich Niantic gesagt, dass Niantic dieses Spiel gemacht hat, aber es ist Tencent. Ja, ist kacke, dass sie in Wankit, in fucking Wankit, Bots reinpacken. Und ihr könnt jetzt nach dem Spiel nämlich auch sehen, ich habe nicht mal die besten Punkte, was soll das denn, dass es Bots sind. Ihr müsst einfach nur hier, ihr könnt ja auf die Leute raufgehen und wenn ihr dann A klickt, dann kommt nämlich einfach absolut gar nichts. Hier müsste jetzt eigentlich so ein Menü kommen. Guck mal, sogar bei allen. Die gehen einfach alle nicht. Dass ihr einen guten Job verteilen könnt, wie bei meinem Team hier. Oder dass ihr die als Friend adden könnt, blocken könnt, etc. Und das geht halt bei den Leuten hier unten nicht. Und daran erkennt ihr schon, dass das auf jeden Fall Bots waren. Obwohl die natürlich ganz normale Namen haben. Wie jeder normale Mensch auch. Ich glaube, das System nimmt da sich einfach irgendwelche Namen aus dem Spielerpool raus. Aber die sind halt nicht echt. Und ihr, ja, da seht ihr. Es war fucking Wankit in der Expert Class 5. Richtig bescheuert. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Match wieder. Mit hoffentlich einem
normalen Spielerpool. Bis gleich. So, zweite Leberrunde. Hoffentlich mit echten Gegnern. Man kann nämlich auch sehen, wenn man auf die Profile von den anderen Leuten geht und sie normal aussehen, das ist schon mal gut. Wenn die rangezoomt sind, so ganz nah rangezoomt und so richtig blurry, dann kann man nämlich auch sehen, dass das Bots sind. Aber das sieht gerade gut aus. Vor allem zwei Leute hier sind keine Bots. Alles cool. Okay, die haben auch ein Liberno. Oh, die haben Relaxo. Ich hasse es, gegen Relaxo zu spielen. So, wir sind natürlich wieder oben am Schdissel. Versuchen wieder die Krabbe zu holen, aber die Gegner sind sogar schlau. Guckt, sind keine Bots und wollen mich hier sogar töten. Oh nein, wir müssen vor allem gegen Hoplo. Also es ist erstmal ein Spiegelmatch. Das ist erstens nicht gut. Und die haben einen fucking Relaxo, der halt einfach das tankigste Pokémon von allen ist, die ich so kenne. Und der kann permanent stunnen. Das ist richtig, richtig fies. Ich hasse es, gegen Relaxo zu spielen. Ist viel geiler, ein Relaxo im eigenen Team zu haben. Ist, glaube ich, einer meiner Lieblings-Pokémon, die ich im Team selber habe. Also mit denen ich auch selber spielen wollen würde. Okay, aber das ist schön, dass wir ein richtiges Match auch noch hinbekommen. Dann kann ich euch nämlich mal zeigen, wie toll mein Hoplo ist. Ich habe den jetzt natürlich noch nicht so viel gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob ich so richtig gut mit dem drauf bin. Aber ich kann euch mal sagen, was er so für Attacken hat. Also er hat einmal seine Ember-Attacke auf der normalen R-Attacke. Da schießt du einfach einen Ball in Richtung der Gegner. Kannst du auch in eine Richtung machen. Okay, deren Jungler ist ein bisschen dumm unterwegs. Feedet uns hier einfach zu Tode. Okay, nett von ihm. Genau, das ist, kann man auch, wie gesagt, in einer Linie machen. Dann hat er als ZR die Low Sweep Attack. Da macht er eine Grätsche in eine Richtung, kann man auch sagen, in welche Richtung er das machen will. Das ist frei wählbar, wo das hingehen soll. Und wenn man damit durch Gegner durchgeht, dann brennen die kurz. Und ihr seht immer so eine kleine Flamme, wenn ich beim Gegner bin, ne? Oder zum Beispiel auch, wenn ich hier diese Krabbe angreife, da ist ja diese Flamme. Und wenn man diese Flamme ganz ausfüllt, das heißt, wenn man den Gegner damit dreimal getroffen hat, dann fängt er kurz an zu brennen, kriegt nochmal extra Schaden. Ist ganz nett. Kann man auf jeden Fall gut nutzen. Ja, ansonsten habe ich in der letzten, im letzten Match schon gesagt, dass Liberlo, respektive Hoplo oder seine zweite Entwicklung, von der ich den Namen nicht weiß, eher ein Attacker ist. Heißt, man will immer auf Abstand bleiben, also noch mehr als mit Pikachu. Und die Gegner nicht rankommen lassen. Wenn die dann doch rankommen, dann möchte man den Low Sweep benutzen. Ich wüsste nicht, warum man den Low Sweep offensiv benutzen möchte, außer die Gegner haben wirklich gar keine Leben mehr. Ich benutze den eigentlich immer nur defensiv. Und genau, die Weiterentwicklung quasi von Low Sweep wäre nämlich noch so eine andere. Ich hab's auch eben gesagt, das Wort. Grätsche. Das wäre so eine andere Grätsche, wo man noch ein bisschen mehr Damage macht, wenn man damit durch die Gegner durchbuddelt. Aber Hoplo ist halt wirklich irgendwie mehr oder weniger eine Glas-Cannon. Danke für den Lag. Ja, geil. Sterbe ich jetzt wegen dem Lag? Ja, ich bin sowas von tot, oder? Nee? Okay. Wow. Ich hätte gedacht, ich bin tot. Diese fucking Lags. Ich muss das irgendwie unter Kontrolle kriegen. So, genau. Und deswegen nutze ich den nicht. Ich nehme statt Low Sweep noch die Feint-Attacke, glaube ich. Oder ja, irgendwie so ähnlich heißt sie. Werden wir ja gleich sehen, wenn ich, glaube ich, Level 6 bin. Wenn wir den jetzt töten. Dank nicht. Okay, ich dachte, das bringt mehr an XP. Okay, warte mal. Wir werden ja jetzt Level 6 und dann kann ich euch genau sagen, wie die Attacke heißt. Hey, kommt das erst mit Level 7? Wie doof ist das denn? Okay, never mind. Auf jeden Fall ist das so eine Attacke, wo man ein bisschen dribbeln kann. Und in dieser Dribbelphase, die geht so ungefähr eine Sekunde, kann euch nämlich gar nichts treffen. Das ist hingegen wieder richtig gut gegen Relaxo. Wenn ihr seht, Relaxo möchte euch stunnen, möchte auf euch raufhüpfen, dann setzt ihr einfach diese Attacke ein. Lol, es kommt erst Pyro bei. Okay, ich bin richtig dumm in diesem Spiel. Ist das erst Level 9 mit der anderen Attacke? Ich weiß. Ne, da, Feint. Genau, Feint. Mit Level 8 also. Okay, gut zu wissen. Mit Level 10 kriegt man nämlich, glaube ich, die Unite-Attack. Oder kommt die mit Level 9? Oh Mann. Ja, Leute, ich lerne noch. Gebt mir die Dislikes. Gebt sie alle her. Ist in Ordnung. Ich habe sie alle verdient. Oder habe ich verdient? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall diese Feint-Attacke. Sehr, sehr cool. Die macht einen in der ersten Stufe schneller. Also man ist dann schnell unterwegs. Und ich glaube, man greift auch ein bisschen schneller an, wenn man das macht. Hier, und jetzt habt ihr gesehen, das fucking Relaxo. Okay, ich sterbe einfach trotzdem. Ja, schade, weil der Jungler da war. Aber das Relaxo wollte mich stunnen mit seiner Attacke. Aber ich habe meine Feint-Attacke währenddessen eingesetzt, während er runtergekommen ist. Und deswegen hat er mich nicht gestunnt. Das ist mega gut. Also das ist so eine Timing-Sache. Und ihr kennt mich, ich mag Musikspiele und das ist auch immer alles Timing. Und deswegen ist das eine sehr tolle Attacke. Gut, wir könnten das roter machen. Nee, Relaxo ist da. Aber wenn er... Nee, er ist nicht alleine. GG. Hallo, Slowbro. Wollen wir die Leute töten? War, glaube ich, gerade ein bisschen dumm, dass ich mein Feint benutzt habe. Wir schießen einfach mal in den anderen Busch rein, damit die Leute brennen. Das ist super riskant, wenn der Relaxo gleich da rauskommt. Ja, fuck. War so klar, dass er das klaut. Ich muss hier ganz schnell weg. Bin ich stärker als das Liberlo? Ja, guck mal, er hat gar keinen Bock. Wir können gleich mal unseren Pyroball nach hinten schmeißen. Stirb, Relaxo.
Mach mal dieses Spiel, das ist so toll. Wir machen so viel Damage, aber das Relaxo auch. Aber mit Slowpo an unserer Seite kriegen wir den Lockertod. Vor allem mit unserer Ulti. Easy Game. So. Ja, halt ihn fest. Oh, das war sogar seine Ulti. Ich liebe Slowbro. Ich hatte bis gestern auch tatsächlich eine 100%ige Winrate mit Slowbro, weil der einfach so krass ist. Das ist halt einfach ein CC-Monster. Und jetzt, wo ich CC-Monster gesagt habe, fällt mir gerade ein Kommentar von Darky ein. Der meinte nämlich, ich soll einmal kommentieren, ohne englische Begriffe zu benutzen. Aber wie soll man das denn machen, Darky? Wie soll das denn gehen in einem Spiel, das erstens Englisch ist und wo mein Deutsch doch sowieso nicht so gut ist? Darky, sag mir das bitte. Ich... Also man kann es mal als Challenge machen und jedes Mal, wenn ich einen Anglizismus benutze oder einen englischen Begriff, dass ich dann irgendeinen Scheiß machen muss. Ich muss hier erstmal weg. Ich glaube, nee, ja, ich sollte eigentlich weggehen, aber sieht eigentlich ganz gut aus, wenn das LOL! Fucking Pikachu! Der hat mich nicht mal anvisiert! Der hat mein Eldegoss anvisiert, aber wegen dem AOE-Damage hat er mich einfach trotzdem vernichtet. Geil. I love it. I love it, I love it. Sieht an sich ganz gut aus und während die Leute da oben links gerade noch so ein bisschen fighten, könnte ich eigentlich mal versuchen, mein Stuff abzugeben, oder? Komm. Let's go. 24 Punkte. Ey! Haben oder nicht? Anscheinend habe ich sie nicht und er fliegt einfach weg. Ah, das ist nämlich auch das Geile. Wenn du Faint benutzt, dann können dich die Leute nicht anvisieren. Es gibt ja dieses Auto-Anvisieren in diesem Spiel. Wenn du einfach deine Tasten drückst. Und wenn, ja, wenn die das zu schnell loslassen und dich selber anvisieren und du gerade in deiner Feint-Attacke bist, dann können sie dich nicht anvisieren und fliegen dann sonst wohin, wie man eben das richtig schön gesehen hat. Richtig geil, Mann. Richtig, richtig geil. So, stört mal Relaxo. Okay, zwei Leute sind mir doch ein bisschen zu viel. Es sei denn, wir greifen jetzt zu dritt an. Los, Leute, kommt! Wir vernichten sie alle. Der trifft ja gar nichts, Alter. Dieser komische Vogel trifft absolut nothing. Lässt du bitte meinen Support in Ruhe? Ich finde das nicht nett, dass du meinen Support angreifst. Also irgendwie ist das schlecht. Ich kann mir vorstellen, dass der am wenigsten Punkte von den Gegnern haben wird am Ende. Auch nochmal das Rotom. Ein bisschen vernichten. Guck mal, wie stark wir einfach sind. Ich liebe es. Die Berlo ist schon funny. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall das Pokémon, das ich am zweitmeisten spiele. Fan Plus kriegen wir jetzt auch. Neben Pikachu. Pikachu ist immer noch mein Favorite, wie gesagt. Zapdos ist jetzt gespawnt. Ich mach mal kurz dieses Goal hier noch kaputt. Auch ohne das Rotom. Was passiert denn eigentlich, wenn man den jetzt so kaputt macht? Läuft das Rotom dann weiter? Ja, ah, das Rotom läuft jetzt in das andere Goal rein. Warum nicht? So, ich hoffe, wir kommen nicht zu spät für Zapdos. Wir hauen einfach mal unsere Ulti rein. Puh, sterbt alle. Pikachu ist erst Level 12. Sollten wir... Komm, Pikachu, Pikachu, lauf nicht weg. Er hat seine Ulti gemacht, ne? Deswegen ist er... Oh, er hat uns gestunt. Richtig das gute Pikachu. Holy shit. Schade, sonst hätten wir den wahrscheinlich noch bekommen. Aber drei Leute von den Tod. Zwei nur von uns. Können wir, glaube ich, relativ... Oh, haben die aufgegeben? Okay, wir hatten doch Zapdos sogar. Die hatten doch noch eine Chance. Wieso geben die denn so früh auf? Naja, haben wir sie vernichtet. Solche Noobs. Ja, Liberlo. Auch sogar Erster. Das waren meine einzigen Punkte, die ich ihm abgegeben habe, die 100. Na toll, wenigstens die meisten Kills. Yay. Der war gut, den gebe ich einen Good Job. Und das Pikachu fand ich auch gut, weil der mich am Ende gestartet hat. Nee, doch nicht. Aber hier der... Das Relaxo war gut. Dann... Würde ich sagen, habt den kurzen Einblick bekommen, wie Liberlo so ist. Wir sind jetzt Expert Class 5-2 oder wie man das auch nennen will. Ich hoffe, ich hab's noch irgendwann in die Veteranengruppe. Sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Ihr habt heute gelernt, wie ihr Bots erkennen könnt und wie blöd das ist, dass es überhaupt